Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie deine Energie für die nächsten 48 Stunden, für das Wochenende jetzt, wie die Energie für dich steht, ja? Schauen wir mal. Mein Gott, Skorpion. Acht der Schwerter. Diese Karte deutet auf eine Blockade. Eine Blockade. Eine Situation, wo man denkt, man ist verhindert. Also ich kann eine Situation nicht lösen. Ich kann nicht. Diese Karte ist wie, ich kann nicht. Wie mache ich das? Ich kann nicht. Aber das ist eine Karte, Skorpion, die viel mit dem Ego zu tun hat, mit dem Verstand. Also natürlich kannst du das. Natürlich kannst du. Ja, du musst das, du musst schauen. Also deine Gedanken spielen dir möglicherweise keinen guten Spiel, ne? Also irgendwie hier gibt es ein Gefühl von Angst. Also hier spüre ich Angst. Und Angst verhindert den Prozess, ja, die Entwicklung. Angst ist genau das, was uns nicht weiterentwickeln lässt. Und das hat mit unserem Ego zu tun. Mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben. Mit unseren religiösen Erziehungen zu tun. Mit diesem alten Verstand, was wir denken, es gehört uns. Und das ist alles nicht uns, ja. Also das, es spielt sich viel in deinem Kopf, diese ganzen Gedanken. Schau mal, Wahnsinn. 10. Schwerter, 8. Schwerter. Interessant, ich habe 8. Schwerter gerade vor meiner Nase hier liegen. Ne? Wahnsinn, oder? Es gibt tatsächlich eine Blockade hier, Skorpion, und du musst schauen, was das, warum. Warum? Was ist das? Weil klar, natürlich, wir haben alle eine Vergangenheit, wir haben alle mehr oder weniger eine riesen Enttäuschung hinter uns. Eine haben mehrere Sachen zu erleben, andere weniger. Es kommt darauf an, in welchen Entwicklung wir gerade hier sind in diesem Leben. Also das ist für uns jeder anders. Mit welchem Karma wir zu tun haben, das ist wie gesagt unterschiedlich bei jeder. Ne? Nicht, weil das Universum zu einer mehr böse ist als für andere. Nee, das ist einfach, es was hat mit was ganz anderes zu tun. Und hier, man sieht schon eine Blockade. Einen Schmerz, eine Enttäuschung ist hier. Eine Vergangenheit ist hier und trotzdem eine Blockade. Ja? Also so ungefähr, ich weiß, was mich verhindert, aber trotzdem lass es sein. Ja. Ich weiß, was mich verhindert tatsächlich und trotzdem lasse ich es sein, lasse ich so sein. Ich tue nichts, keine Veränderung, ich tue keine Veränderung. Ja? Also am liebsten würde man tatsächlich eine Veränderung machen, einen Zyklus zumachen. Das würde man am liebsten machen, aber irgendeine Blockade ist hier. Aber schau mal, welche Karten für dich gekommen sind. Ne? Ist auch erstaunlich. Schau mal hier, König der Schwerter, der Narr und Ass der Schwerter. Stark, oder? Schau mal die Farben von den Karten, ja? Also diese graue Farbe hier auch und diese gelbe Farbe in der Mitte. Ne? Ist wirklich sehr erstaunlich, weil in deiner Legung, wenn ich mich nicht irre, für Skorpion, das war glaube ich gestern, ne? Über YouTube, diese größere Legung für Dezember, das Gefühl war auch so zu spüren. Also dieses Gefühl von Befreiung, ja. Tatsächlich möchte man hier Grenzen setzen.
Natürlich, das ist, was ich spüre hier. Am Wochenende das Gefühl ist, man möchte eine Kommunikation. Also hier spricht man auch über Kommunikation. Klare Kommunikation mit der Wahrheit. Ne? Also wir haben hier mit einem Gefühl von einem neuen Anfang. Ja, ich meine, okay, das Wort, das wiederholt man oft, aber hier ist sowas für deutlich zu sehen. Also ich kann es wirklich nicht anders äußern. Ne? Also wir reden hier für ein, es ist so, man möchte mit Situationen von der Vergangenheit abschließen und man möchte einen neuen Zyklus anfangen. Man möchte neu anfangen. Ja? Neue Entscheidungen treffen. Man möchte, man hat tatsächlich eine Klarheit in dem, was man möchte. Ja. In manchen Fällen reden wir hier für, man möchte eine Trennung, eine Scheidung. Der König der Schwerter ist immerhin auch für mich eine ähnliche Energie wie die Karte der Gerechtigkeit, ja. Also es ist auch so eine Energie von Gerechtigkeit, ja. Also man möchte Grenzen setzen, kommunizieren, was man möchte. Man möchte halt hier einen neuen Anfang, Entscheidungen treffen und neu anfangen. Man möchte sich befreien. Man möchte sich hier befreien. Wir haben hier mit einer Energie von Wassermann, Waage oder Zwilling. Ne? Überhaupt, diese Luftelement ist bei dir gerade zu sehen. Und es kann, also es kann sogar du sein, Skorpion. Dieser König der Schwerter, könntest sogar du selber sein. Diese Person, die jetzt mehr mental ist. Ne? Wir wissen ja, Skorpionen sind voll Emotionen. Ne? Aber in dem Fall, für mich, was mein Gedanke ist, dass du diese Energie bist, diese Energie in dir hast. Wir haben diese Wassermann-Ära momentan. Ne? Also tatsächlich, also ich denke, du bist diese Energie. Eine Person, die mehr mental ist, mehr mental, mehr mit Intelligenz denkt, mehr Logik und weniger Gefühle. Also hier in diesen Karten sehe ich gar keine Gefühle. Gar keine Gefühle, keine. Also hier sehe ich eine mentale Sache, also eine mit Gedanken, also mit dem Kopf, ja. Und man möchte eine Trennung mit dem Alten und man möchte eine neue Situation, man möchte neu anfangen, man möchte Klarheit, man möchte sich befreien. Ne? Es spricht so deutlich für eine Befreiung und ich verstehe das ja, denn wir haben hier 8. Schwerter und 10. Schwerter und du siehst, 8. Schwerter wiederholt sich hier. Ja. 10. Schwerter sehe ich nämlich auch da. Skorpion, also das ist, was ich für dich sehe. Ne? Also es ist deutlich für die nächsten 48 Stunden die Energie für dich, für dieses Wochenende zeigt sich wie dieses hier. Ja? Skorpion, in manchen Fällen eine Person, die gar keine Verantwortungen möchte. Man möchte keine Verantwortungen mehr. Man möchte sich frei fühlen. Ja, man möchte tatsächlich möglicherweise von diesem Ego sich auch befreien. Ne? Von diesem Ego, von diesen Ängsten, die man so hat. Ja. Es gibt hier tatsächlich eine Kommunikation. Ne? In manchen Fällen reden wir hier, wie wir gestern bei Skorpion gesagt haben, sehr deutlich. Gestern in die große Legung für Skorpion in YouTube für Dezember kam nämlich As der Schwerter zweimal und deutete auch auf juristische Kommunikation. Eine Kommunikation möglicherweise, Skorpion, die du auch schon erwartet hast und die dich befreit. Von einer Situation befreit. Hier haben wir sehr stark mit Bürokratie, mit Behörde zu tun, mit Gericht zu tun. Also wir haben hier sehr deutlich mit einer Kommunikation, die
Gerechtigkeit bringt. Also hier haben wir mit der Gerechtigkeit zu tun. In manchen Fällen wird es, okay, wir haben ja Wochenende, ne? Aber vielleicht sprichst du ja für heute Freitag oder sogar, ja, sogar für Montag, ne? Also das ist die nächsten 48 Stunden, aber ja, dass Sonntag halt ein Ruhetag ist, es kann sein, dass für Montag diese Kommunikation sich da zeigt, Skorpion. Aber dieses Gefühl von, es ist sehr stark in die große Legung zu sehen, ne? bei Skorpion, diese juristische Kommunikation. Ja, und hier, man sieht es ja, es bringt ein Gefühl von Freisein. Ich bin endlich frei. Ich kann endlich mal wieder neu anfangen. Also ich kann wieder das Gefühl haben, mein Leben fängt wieder von neu an. Ich kann mich um eine andere Sache kümmern, um eine andere Situation konzentrieren, ja, und nicht um diese Vergangenheit, die mich so viel Zeit gekostet hat. So viel Zeit von meinem Leben irgendwie. Ja, und das ist jetzt da und jetzt ist sie gekommen. Diese Klarheit ist da, diese Wahrheit ist da, die Gerechtigkeit ist da und jetzt fühle ich mich frei. Ja? Jetzt kann ich doch das machen, was ich möchte. Jetzt kann ich mich befreien, weil das hier schon jetzt klar ist, jetzt gekommen ist, was ich auch gewartet habe. Jetzt kann ich sagen, jetzt fühle ich mich frei, jetzt kann ich mich befreien. Ja, nach dieser Kommunikation, die man hier sieht, nach dieser Wahrheit, die man hier sieht. Ja, genau. Und wie gesagt, du passt dich die Energie, so wie es für dich in Resonanz kommt. Aber gegen diese Situation spürt man hier sehr stark, ne? Was mit einer Person zu tun haben kann, ja. Aber wie gesagt, dieses Juristische ist hier für mich persönlich wirklich zu sehr stark zu sehen. Ne? Möglicherweise eine Sache, wie gesagt, die dich befreit jetzt. Wo du einen neuen Zyklus anfängst. Also der Narr ist die Nummer 0. Ne? Man fängt wieder von neu an. Also man fängt jetzt, man hat alle Arkana, kleine und große Arkana, durchgemacht bis zum Ende und jetzt fängt man wieder von Nummer 0 an. Also es ist wirklich einen neuen Zyklus für dich, Skorpion. Wahnsinn, ich sehe es einfach zu sehr deutlich. Ich meine, es ist stark die Energie, die wir hier haben für dich, Skorpion. Schon gestern in der größeren Legung Dezember in YouTube ist dieses Gefühl da gewesen. Und die kleine Legung bestätigt es immer wieder und immer wieder. Irgendetwas ist hier. Ja, also Skorpion, danke schön, dass du da bist, dass du mich zuhörst. Und danke schön für deine Likes und deine Abos. Es sind sehr wichtig für mich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und wir schauen am Montag weiter. Ja, Skorpion, bis dann. Tschüss.